Es geht weiter mit Conan Exiles und wir bauen eine Base. Also so oft, wie wir jetzt schon eine Base gebaut haben und ich das mit einer wir bauen eine Base angekündigt haben, ne? Naja. Jetzt soll es die finale Base werden. Bauen hier. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie ich es mache. Ihr seht jetzt auch nur quasi den Anfang davon. Ach Gott. Ich kann das hier nicht zubauen. Doch, da bin ich wieder. Okay. Okay. Aber ich muss ja wirklich sagen, was ich am wenigsten verstehe. Und da schlage ich wirklich mit allen Händen über den Kopf. Na? Die ganzen Influencer, die ja nach Dubai ziehen, was halt Steuerparadies was ist, was sowieso, ne? Der Schwachsinn ist, ja? So, die ziehen dahin, weil Steuer, all sowas, und sagen, und machen halt in der Instagram-Story, ah, Dubai ist so traumhaft, so toll, und hier, und Traumleben hier, und blimbla. Dabei anscheinend beschäftigen die sich gar nicht wirklich mit der Politik und mit der Herrschaft in Dubai. Das ist denen egal. So, nee, ich hab dann mal ein bisschen recherchiert und hab da auch eine Doku drüber gesehen und Influencer dahin ziehen. Müssen die einen Wisch unterschreiben, dass die nichts Schlechtes sagen dürfen über Dubai? Ja, allein das würde ja dafür sorgen, dass ich nicht dahin gehe, wenn ich gezwungen werde, da positiv drüber zu reden. Ja, die Sache ist ganz einfach. Nichts Schlechtes sagen. Die denken, ja genau, mit VTL, da hat sogar ich Kopfschütteln und ich wusste damals noch nichts über Politik. Ja, genau. Und jetzt ist sie ja Präsidentin der Europäischen Kommission. Das ist ja nochmal, dass sie Präsidentin der Europäischen Kommission ist. Kann ich sogar akzeptieren, weil sie ja jetzt mehr eine verwaltende Rolle hat als als verwaltend leitend, anstatt einen Fachtermini-Bereich haben. Oder einen Fachbereich. Aber, ja, die Leute wollen manchmal, glaube ich, gar nicht zuhören, zugucken oder was auch immer. Brauchst du noch mehr Stein oder mehr Holz? Oh Gott, ich bin überlastet. Jetzt gerade, Moment mal. Ich brauche... Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ich habe dir gerade über 1000 Steine gehackt. Ja, habe ich gesehen. Ich habe die auch gerade versehentlich aufgenommen. Weil ich so rasend bin darüber. So rasend. Warte, ich pack mal gerade Kram weg, dann kann ich dir mehr sagen. Das nicht. Das nicht. Das nicht, das nicht. Und die hier brauche ich gerade nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall noch Stein. Alles klar. Stein sind wir gut. Ja, auf jeden Fall. Dann dieser, erstmal dieser Wisch, was die unterschreiben müssen. Habe ich denn das auch gehört? War das nicht bei Valulis? Nee, den gucke ich nicht. Okay. Dann ist es auch dieses... Gut, ich kann es verstehen, andere Länder, andere Sitten, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber immer noch dieses... Weißt du, diese Influencer, die immer sagen, Selbstliebe, Selfcare, Selflove und dann in ein komplett schwulen, homophobes Land ziehen. Der viel größere Gag dahinter ist eigentlich, und das ist kein Gag, das ist eigentlich sehr traurig, das verstehe ich ja auch, jetzt werde ich auch religiös, wenn Leute quasi so etwas eintreten, also jetzt, wenn Frauen als Influencer nach Dubai gehen, sind sie in meinen Augen ohne Probleme dazu bereit, ihre Rechte abzugeben. Natürlich. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man freiwillig seine Rechte abgeben kann. Deswegen meinte ich religiös, weil ich auch nicht verstehe, warum das Leute oder Frauen machen, die einer Religion beitreten. Warum geben sie ihre Rechte ab? Das wird mir nicht einfach. Also nee, also ich bin so der Typ bei Religion, glaub an was du möchtest, solange wie es keinem anderen schadet. Aber ja, natürlich, halt, also mich soll auch keiner damit nerven, das ist ja soweit okay. Halt, es soll halt aber auch nicht dir selber damit schaden. Ja, und das sehen die Leute leider nicht, also. Und dann kommt der größte Punkt, was mich daran so abfuckt, dass die Leute da hinziehen und allen. Und gerade, du musst einfach, es ist einfach so, wie es ist. Influencer haben sehr junge Zuschauer, sehr junge. Dann ziehen ein homophobes Land, sprechen gleichzeitig von Selfcare, Doppelmoral des Lebens. Dann ziehen die noch in ein Land, wo der Herrscher seine eigene Tochter verschleppen ließ und sie umbringen lassen wollte, weil sie nicht auf ihn gehört hat. Wurde das denn nachgewiesen? Ja, sie hat, sie wurde halt verschleppt von den Leibeigenen von dem.
Dann sollte sie umgebracht werden, sie sollte zu Tode getreten werden. Schöner, ja. Ja, aber sie konnte sich halt da irgendwie rausringen und dann hat sie halt so Hilfevideos aus diesem Kellerzimmer gemacht, was da halt abgeht bei denen. Und seitdem hat man nie wieder irgendwas von ihr gehört. Ja. Und in so ein Land wird gezogen, wo der eigene König seine eigene Tochter umbringen lässt, weil sie eine eigene Meinung hatte. Ja, und das ist das Problem, deswegen wird sich das nicht ändern, weil solche Leute, die dann halt eine andere Meinung haben, dürfen halt nicht agieren. Und dann werden halt nur noch die Leute akzeptiert, die so agieren. Aber deswegen, mich macht diese unfassbare Doppelmoral so wütend. Würde es mich genauso machen. Und deswegen gucke ich keinen von diesen komischen Leuten, der sagt, wir wandern aus nach Dubai. Da kriege ich wirklich einen Föhn, weißt du, wander aus nach Madeira, da ist es genauso schön mit den Steuern. Ich kann es ja auch nachvollziehen, ist mal ohne Flachs. Wenn du so eine große Firma an dir selber bist und wirklich viel Geld verdienst, verstehe ich, wenn ich sage, boah, in Deutschland zahle ich mich dumm und dusselig an Steuern. Was, das verstehe ich nicht. Das finde ich immer eine Sauerei. Deswegen habe ich auch, ich verstehe auch Steuerbetrug nicht. Die Leute beschweren sich auf der einen Seite, dass Deutschland nichts macht. Aber wenn Deutschland könnte ja was machen, aber wenn man dann da steht und sagt, ja, Deutschland soll, warum macht Deutschland nichts? Ja, aber bezahlst du Steuern? Nee, nee. Denkst, ja, dann ist doch sinnvoll. Also dann hast du doch deine Antwort. Ja, Weil du zahlst halt einfach keine Steuern. Also, wie soll denn Deutschland aber was machen können, wenn die Finanzen dafür nicht haben? Dass die nicht immer mit dem Geld sinnvoll umgehen, stimme ja. ich voll zu. Da kann ich sagen, okay, Leute, da habt ihr aber jetzt nicht nachgedacht. Aber es darauf runterzubrechen, ja, die machen ja eh nichts. Also, die können, was macht Deutschland schon? Ja, wenn du denen die Finanzmittel nimmst, dann kann halt auch nichts passieren. Ja, klar. Also das ist so eine Doppeldeutigkeit. Deswegen, ich habe kein Problem mit Steuern zahlen. Wir hatten letztes Mal Maler hier, ich werde jetzt keine Namen nennen, die wollten oder die sollten bei uns eigentlich mal den Flur malern, haben jetzt einen Kostenvoranschlag, aber die haben halt gefragt, wollen sie eine Rechnung haben? Und ich bestehe halt darauf, ja, ich hätte gerne eine Rechnung. Die Steuern, Ja, klar. zum einen kann ich es von der Steuer selber absetzen und zweitens finde ich es halt auch unter aller Sau, dass eine Firma einen das schon allgemein fragt. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, für eine Dienstleistung eine Rechnung zu bekommen. Ja, vor allem eine vernünftige, weil, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich da sehr konservativ denke, aber. Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. Das ist es. Es ist zum Beispiel, was mich an Steuern persönlich stinkig macht, ist die Hundesteuer. Weil die wird eingesackt, aber es wird nichts dafür getan. Für die Hunde. Ja, wenn es bei den Hunden landen würde. Ja, wobei doch. Hast du mal geguckt, wo das Geld hingeht? Was ist denn jetzt, wenn. Ich weiß es nicht, aber was ist jetzt, wenn die sagen, ja, wir benutzen die Hundesteuergelder, um Tierheime zu unterstützen? Dann wäre es okay, aber sowas sieht man ja nicht. Ja, weil. Hast du dich denn dafür informiert? Ja, natürlich. Verdammt. Also, du weißt, was für die Steuer benutzt wird. Es wird vor allen Dingen viel diese Kotbeutelspende aufgestellt. Ja, aber das ist doch auch schon was Sinnvolles, oder? Naja. Ja, das. Ob Es das gibt jetzt. viel zu wenig Freilaufflächen, wo man mit dem Hund mal entspannt gehen kann. Und wenn es eine Freilauffläche gibt, da ist es so eine 10 Quadratmeter große Wiese eingezäunt. Und dann müssen wir abdrücken, weil wir unsere Hunde im Wald mal freilaufen lassen. Ja, das macht man nicht. Ich darf ich daran erinnern, wie Benji gestorben ist. Ja, natürlich, aber Natürlich ich besteht will. die Gefahr dahinter, dass da was passiert. Für alle zur Info, Benji wurde getötet durch einen freilaufenden Dalmatiner. Das war unser, lass ihn 15 Jahre alt gewesen sein, unser kleiner Yorkshire Terrier. Der war halt schon wirklich gediegen, keine Zähne mehr, war alt. Der war aber cool. War ein Arschloch, aber cool. Und ein Dalmatiner kam einfach hin und hat ihn sich geschnappt, einmal geschüttelt und dann war er tot. Der Kopf war ab. Na, der Kopf war nicht ab, das Auge hat rausgehangen. Das hat. Der Kopf war ab. Der Kopf war ab. Na, Der das Kopf war ab. hatte mir so keiner erzählt. Ich war leider nicht da. Das große Problem ist, das ist passiert, während mein kleiner Bruder mit ihm Gassi gegangen ist. Den hat das natürlich traumatisiert. Ich will hier irgendwann so eine Doppeltür einbauen. Ich baue das jetzt erstmal ein bisschen grob, ne? Ja. Es wird dann irgendwann hübscher gemacht.
Hab in der Kiste wieder Stein reingelegt. Okay, merci beaucoup. Aber ich bin halt fest der Meinung, ich lasse meinen Hund trotzdem laufen, weil ich weiß, ich habe ihn unter Kontrolle. Ja, das Und behaupten ja, glaube ich, alle. wenn ein anderer Hund kommt, lasse ich einen Sitz machen und ich leine ihn an. Wenn du sagen kannst, dass dein Hund, erstens, dein Hund hat ja auch einen Wesenstest. Oder hat ja auch. Ist ja jetzt keiner der Hunde, die halt schnell mal aggressiv werden. Nee. Wobei er ja ein Straßenhund war. Ne? Dann ist ja auch soweit okay. Aber du musst halt verstehen, dass das halt andere Leute halt auch stresst, wenn die ihre Hunde frei rumlaufen lassen. Und jeder sagt, ja, mein Hund hört auf mich. Und am Ende zeigt sich, nee, tut er nicht. Ja, aber er hört, aber wenn ich doch schon von Weitem sehe, da kommt ein Hund allein, dann leine ich meinen nur an. Ja, Damit die natürlich. Leute Genau. gar nicht erst in den Stress kommen. Das ist der Punkt. Ich leine dann meinen Hund an. Ja, natürlich. Dann Macht aber gehört ihm leider das nicht doch. jeder. Ich lasse Fino nur freilaufen, wenn keiner in der Nähe ist. Ja, das ist ja auch richtig so. Weil irgendwann muss der Hund doch mal flitzen können. Ja, da sagt ja auch keiner was gegen. Und für diese 10 Quadratmeter Fläche, da lasse ich meinen Hund bestimmt nicht frei rum. Weil da ist es deutlich gefährlicher. Weil so Ja, viele wenn. Hunde sich da sammeln. Ja. Ach komm, scheiß Ding. Was denn? Ja, so ein Maran hier. Ah. Ich hör's. Er hat mich vergiftet. Naja. Warum sitzt das komisch? Ich sehe jetzt hier kaum was. Moment. Und Rücken kratzen. Nee, aber das, wenn andere Hunde kommen, dann finde ich, gehören die Hunde angeleint. Ich krieg da selber einen Föhn bei. Ja, genau. Also das ist ja richtig so. Also die Hunde müssen dann angeleint werden und dann ist auch okay. Dann habe ich auch kein Problem damit. Ja, Aber die zum Leute sagen ja Beispiel. immer, ja, den habe ich unter Kontrolle. Ja, nee, hast du nicht. Das Nee, ist halt aber immer noch ein Hunde sind auch Tier. als unberechenbar. Mein Problem ist zum Beispiel, ich war jetzt mit meiner Freundin unterwegs und ich hatte Fino mal nicht mit. Die hatte mich halt gefragt, weil die hatte ihren Hund gerade erst seit 3 Wochen aus Rumänien, ob ich mit dem ein bisschen üben kann, ein bisschen trainieren. Okay. Weil er halt noch sehr viel bellt und hier und da macht. Und habe ich das gemacht. Ich war mitten im Training. Man hat deutlich gesehen, ich trainiere gerade mit diesem Hund und die Hu Leute lassen von Weitem ihre Hunde auf uns zurennen. Ja, das halte ich dann aber auch für Schwachsinn. Wo ich dann auch den Hund mit dem Fuß beiseite gedrückt habe, habe gesagt, nee, ab. Ja, und vor allem dann mit den kleineren Hunden, die dann die anderen Hunde auch noch ankläffen, wo du denkst, ja, dann ist ja der Fall halt, da musst du dich nicht wundern. Ja. Was brauchst du gerade mehr an Rohstoff? Gerade mal. Du wirst es kaum glauben, aber Holz jetzt Stein. langsam. Und Stein auf jeden Fall immer. Dick, 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 dick. Mach jetzt aber erstmal Holz. Ja, damit du mal was anderes tust. Ach ja. Oh, jo. Ach, die Wand da oben ist falsch herum. Warum ist die falsche? Jetzt ist sie gut. Aber der Span, worauf ich vorhin hinaus wollte mit dem, der ist ja. Der ist für mich ein absoluter Clown, wenn man allein an diese Maskendinger denkt. Ja, dass sie das. Der hat ja 1000 gebrauchte und nicht sichere Masken an Altenheimen verteilt. Ja, das ist Schwachsinn. Das ist einfach fahrlässig gewesen. Gerade die alten Leute.
kein Licht. Ach, nur eine Fackel. 5 Holz und 2. Was meinst du denn, warum du Holz mitbringen sollst? Gar nichts. Nee, ich hab grad gar nichts. Warte, doch, ich kann ja aus Äste bauen. Geht ja auch. Tick, 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 tick. Was mich wohl ein bisschen hier nervt an der Stelle, ist einfach die Varanen so schnell nachspawnen. Ja, ne, das ist ein bisschen. Tut mir leid. Kann ich die Einstellungen ein bisschen ausstellen? Da ich jetzt Admin bin, könnte ich das, glaube ich, einstellen, aber das würde ich erst gucken wollen, wie das geht. Ich finde es doch ein bisschen heftig. Das so. Ich hatte sogar noch eine Fackel, ich bin ein Idiot. Da. Perfekt. So, wo habe ich mich jetzt versetzt? Da bei dem Fenster. Immer noch, Gott. Jetzt ist richtig. Tick, 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 tick. So. Ich baue hier erstmal zu, das wird aber nicht so bleiben. Dahin. So. Wo geist das Auto? Die ganzen Bäume sind weg. Yes. Yes. Bäume weg. Yes. So. Ich glaube, man hat grob eine Idee, was ich so ein bisschen vorhab. Hier sollen dann Kisten hin. Machen wir auch schon Lagerraum? Ja, ja, bin dabei. Das Lustige ist, wenn man das nämlich hochbaut, man kann auch Fahrstühle bauen, ne? Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Mhm. Aber die ganzen Maranen, ich komme kaum noch das Holz ran. Soll ich mal mit runterkommen? Erstmal das Holz hoch jetzt. Ich brauche langsam mal ein vernünftiges Schwert wieder, wenn du mal gleich gucken könntest. Wir haben ja hier die Werkbank, ne? Was brauchen wir dafür? Immer jetzt. Willst du ein Doppelschwert haben? Nee, ist voll nervig, kann ich nie ein Schild in der Hand halten. Okay, eisernes Breitschwert. Oder eisernes Kurzschwert. 30 und. Oder 16, 20. Okay, dann das. Äste. Haben wir doch hier ein paar drin. Verstehst das Konzept ein bisschen, ne? Hier setze ich unsere beiden Tröne hin, also zwei Stühle, wie so eine Art Jal im Nordfriesischen. Hier dann so Sitzbänke. Hier an der Seite kommen Treppen nach oben, die dann hier in die höheren gelegene führen. Hier unten kommt ein Lagerraum dann rein. Ja. Und links und rechts soll es dann abgehen zu den Schmiederäumen oder zu den Werkbänken für Holzarbeiten. Ja. Genau, sowas in der Richtung. Und weiter nach oben gehen dann halt die Schlafzimmer. Hört sich cool an. Genau, und hier in der Mitte ist halt jetzt eine Feuerstelle für die Küche. Halt wie im Mittelalter so ein bisschen. Ist das Hundethema noch? War kurz weg. Sind wir noch beim Hundethema? Halbwegs, ne? Geht, ja. Ja. Ja, so ein bisschen. Möchtest du auch was dazu sagen, Rübe?
Oder ist Hundethema nichts für dich? Mach grad mal was. Ja. Warte, 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 renn nicht weg. Ich bin gerade dabei, dir dein Schwert zu bauen. Ich bleib bei hier im Haus. Achso. Juhu. Ich finde es auch bei uns ein bisschen schade. Es wird zurzeit ein Fahrradweg von uns bis nach Berlin, ungelogen, Berlin gebaut. Wer fährt auf einem so weit? Aber wir haben nur eine kleine Wiese, auf dem die Hunde drauf dürfen, die am Rand der Stadt ist. Ja, genau. Da hast du Lisas Emotionen getroffen. So, Moment. Also, dann kriegst du ein. Der macht 23. Den könnte ich dir eigentlich ja auch geben, ne? Das ist ja Schwachsinn, wenn du den nicht hast. Guck mal, hast du überall ein bisschen Licht, wenn du abends hier bist. Achso, hast jetzt Fackeln hingesetzt? Auch innen drin. Ah, cool. Hier baut jetzt gerade dein Schwert. Ich mach Perfekt, dann warte ich hier eben. jetzt hier noch hier reingucken. Und. Okay. Warte, renn noch nicht weiter. Bin immer noch hier? Ja, ist ja gut. Kein Grund hier rumzuschreien. So, genau dann. Warte mal, ich baue mir das auch mal. Dann haben wir beide das. Den Rest nehme ich Leg dir wieder. mal das Holz und den Stein hier wieder rein. Ja, genau. Da brauche ich auch gerade mal kurz Holz. Tick, tick, tick. Auch Fahrradwege. Ich kann es nachvollziehen, dass man so einen Fahrradweg baut. Auch für so Berlin ist ein schönes Projekt eigentlich. Aber wie gesagt, wenn halt mit den Hunden oder mit bestimmten Tieren, Tierarten nicht umgegangen wird. Ja, toll, dann kannst du mich auch kreuzweise in dem Sinne. Hast du mir ein Entermesser gemacht? Ja. Danke. Und jetzt wird hier in der anderen wird jetzt noch ein Schild fertig gebaut. Dann gehe ich ein paar Varane schlachten. Geht mir richtig auf den Nerv da unten. Glaube ich dir. Hast du das zweite Messer auch genommen? Nein, da war auch nur eins am Machen. Da war eins am Machen und eins war fertig. Ich hab nur das, was da drin war, genommen. Okay. Ich hatte noch eins angesetzt. Weil es halt auch offiziell weg ist. Jetzt. Du Jetzt. bist mein Gefangener. Nehmen, nehmen, nehmen. Das wieder da rein. Wo sind die Äste jetzt? Da. Brauchst du jetzt? Beide Materialien quasi eigentlich. Ich muss jetzt bestimmt erstmal 4, 5 Verane töten. Ja, viel Spaß damit. Ja, super. Warte, ich brauche. Ach Quatsch, warte, die nehme ich so alle mit. So. Pack ich erstmal da rein. Und jetzt brauche ich mir auch ein Entermesser. So, und dann baue ich jetzt weiter. Hier noch was vergessen. Ist zwar an dieser Stelle ein bisschen bescheuert, aber wir bauen es trotzdem dahin. Bauen wir das nämlich hier auch hin. So, hoch, 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 hoch. Wände.
spare mal sicherheitshalber erstmal nur 10. So. Das reicht, glaube ich, erstmal von der Höhe. Nein! Ich habe 3 bauen. Na toll, warte mal. So. 1, 2, 3. So. So, jetzt sollte ich die Decke bauen. Und die wird spaßig. Da baue ich jetzt erstmal eine flache Decke, ne? Weil da ja sowieso noch mehr hinkommt. Jumps. Jumps. Ja, dann muss ich ja sowieso wieder einreißen dann. Weil ich glaube, das geht gar nicht so, ne? Oh, die habe ich ja noch. Cool. So, dann so. Das. Warte mal, Türen kann ich doch bestimmt schon bauen. Wo sind sie denn? Da sind sie doch. Ah ne, die war ganz oben, ne? Ja, die war ganz oben. So. 2 müssen wir sowieso bauen. Bauen wir die beiden. Ich komme gleich mit runter zu dir. Warum? Weil ich sowieso Stein brauche. Ich komme gleich hoch und bring dir ganz viel. Ah, okay, cool. Brauchst du nicht extra hoch. So. Ich habe jetzt wieder 1000. Ah, okay, cool. Die Frage ist, die Folge ist gleich durch. Willst du da noch eine eventuell machen, dass wir kurz nach 10 Feierabend machen? Ja. Jo. Apropos, dann habe ich was für dich. Ich laufe die ganze Zeit damit herum, dabei hättest du damit viel mehr anfangen können. Ich gucke, ob ich dich irgendwo sehe. Ich lauf gerade hoch. Ah, okay, ja. Ich sehe, dass da Warane sind. Die jemandem folgen. Wem könnte das nur sein? Ach ja, mein Gott. Ich habe auf jeden Fall im Haus jetzt Türen. Das heißt, da sind wir safe. Upi. Ach ja, ich hab's ja noch gar nicht geholt. So. Das Lustige ist einfach, dass der Ofen so weiter vor sich hin brennt. Es sind schon 203 Eisen drin. Noch so viel. Aber wir haben noch 306 Eisenerz. Jetzt hier einen riesen Stein im Haus. Hm? Hier einen riesen Stein im Haus. Was haben wir? Ein riesen Stein im Haus. Ist der gespawnt? Na, guck mal. Ne, ich sehe hier keinen. Hier. Nee, bei mir ist hier keiner. Hier ist da einer. Achso. Wie sieht's mit deiner Eisenspitzhacke aus? Sieht die noch gut aus? Ja. Okay, weil sonst hätte ich dir meine gegeben. Merci beaucoup.
Ist aber schon so ein bisschen falltürmäßig aufgebaut hier, dein Ja, Prinzip, ne? ich muss ja die Treppe noch bauen. Oder was meinst du? Ja, aus einer Tür fliegst du raus auf den Boden. Ja, kennst du nicht Takeshis Castle? Ja, genau so. Hast du jetzt nur Holz geholt oder nur Stein? Nur Steine gerade. Ich sehe gerade hier keine Steine drin. Hab in die erste Kiste Steine reingelegt. Ah, okay, ja, ich war im falschen Fenster. Danke dir. Jetzt habe ich wieder alles genommen. Manchmal bin ich dumm. Das dahin, das dahin. Müssen noch irgendwo noch mal eine Abkürzung nach unten bauen. Ja, kann man ja, so eine Treppe. Mache ich Holz, soweit ich wie finde. Ach ja, komm, du kleiner. Funktioniert das Entermesser gut? Ja, ist schnell. Das ist doch gut. Ich bin überlastet. Das liegt daran, dass mir hier. Dann sagen wir Sandsteindecke. Bauen wir mal. Rübe ist für dich auch okay, wenn wir jetzt noch eine Runde gleich machen. Weil dann würde ich jetzt nämlich das Video beenden und dann gleich. Oh ja, das ist jetzt ein Blick. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Basebau und Lisa sammelt Ressourcen. Wuhu! Oh.